letzte Sache noch ganz gerne. Innovation funktioniert in den meisten großen Unternehmen immer erst durch die beiden Blasen unten. Also entweder Technologie oder Business. Das heißt, ein Unternehmen fragt sich, okay, wie viel Geld haben wir zur Verfügung, wie viel können wir in Innovation stecken, was können wir damit kaufen? Oder andersrum, welche Technologie gibt es auf dem Markt, können wir die kaufen? Und dann kommt aber erst ganz am Ende die Frage, und wem drehen wir das jetzt an? Ich glaube, ihr habt schon oft genug irgendwelche Produkte oder Dienstleistungen gesehen oder selbst miterlebt, wo ihr dachtet, wer hat sich das denn ausgedacht? Also das löst nicht wirklich ein Problem, sondern schafft meistens noch mehr. Und das ist der eigentlich größte Unterschied, den man unter anderem bei Design Thinking macht. Es geht immer um die nutzerzentrierte Perspektive. Also wir fangen dort an, wir fragen uns, wie kann ich ein Problem für jemanden lösen? Also ich fand das Tool sehr schön. Es hatte ja diesen interdisziplinären Charakter. Es ist so, ich komme von der HSLUT und da. Und dort ist natürlich normalerweise das schon sehr spezifisch, sehr konvergierend, wie man denkt, wie man Probleme angeht. Und man ist sehr schnell beim Ziel und fängt dann einfach an, das Ziel auszubauen. In dem Fall war das Konzept ganz anders. Wir haben ja angefangen, erstmal Ideen zu entwickeln, zu brainstormen und dann immer wieder in diesen wellenartigen Bewegungen das erst zu entwickeln und dann wieder zusammenzuführen. Das fand ich sehr schön. Zwischendurch mal etwas gehört, aber wo genau dieses ganze oder diese ganze Kutsche hinsteuert, wissen Sie nicht. Jeder arbeitet eigentlich noch individuell in seinen Bereichen. Entscheidend ist bei uns das Brainstorming. Wir waren sehr schnell einig nach dem Brainstorming von den ganzen Ideen, wo wir dann unseren Standpunkt definiert haben und dann angefangen haben, die Brainstorm-Punkte zu clustern. Ich bin schon Brainstorming, okay. Und jetzt sind einfach alle gestanden, dass es jetzt Ideen sagen, ich schreibe jetzt. Und jeder hat mit seiner Art alles rausgebracht. Es war immer so, dass die einzelnen Gruppenmitglieder mit hierher wollen zielen, also in jede Richtung. Und dann haben alle so gesagt, nein, mach es nicht so eng, komm, wir machen es so. Und schlussendlich immer unterschiedliche Meinungen, aber immer der gleiche Output nachher gehört. Das war cool. Okay. Das ist so. Und einfach die Offenheit für alle sind gleich berechtigt, die dort die gleiche Stelle werden. Das hat so gruppenstark gemacht. Sehr gerne mit Prototypen, aber das Wichtigste ist eigentlich das Testing, was niemand wirklich gerne macht. Aber hier war es relativ spaßig, da man verschiedene Prototypen hat und auch mal das Geld auf die Seite schieben konnte. Man hatte alle Materialien der Welt.
Aber jetzt nach dieser Woche gehe ich sicher ganz anders an meine Entwürfe für weitere Projektmodule sicher ganz anders an. Nein, es war super mit der interdisziplinären Gruppe. Ich glaube, wir haben uns sehr gut verstanden untereinander. Wir haben von jedem ein bisschen etwas gehabt, das sich gut eingebracht hat. Der Person habe ich das Gefühl, sehr wichtig und unmittelbar Feedback zu bekommen. Weil man manchmal so ein bisschen stier in seiner Vorstellung, das Gefühl, das funktioniert ja schon. Und dann merkt man plötzlich, nein, ja, ganz anders. Ihr seht meinen ersten Lösungsansatz. Den wir gestern erleben durften mit einem Testing. Wir gingen zur Sendung ab, dort wird von der IGA. Wieso eigentlich braucht der Sack? Ich kann die eigentlich auch an einer Schnur anhängen, kann den hier so abziehen oder anhängen, würde Dinge, dass die verpackt haben, von mir designt würden. Und dann kann ich als Mann zum Beispiel kann nur so schnüren, hänge das ein, Würdet ihr euch die App gut vorstellen? Ja, also wie gesagt, der Polygroup hat auch schon das App erwähnt. Jetzt wollen wir das noch ein bisschen entwickeln. Zuerst muss man es herunterladen. Das geschieht im App Store, das ist natürlich gratis, weil das alle nichts kosten. Dann wird das unten so abgebaut sein, dass es eine Auto-Funktion hat, eine Velo-Funktion und eine Zusatzfunktion. Bei der Funktion des Autos wird man dann weitergeleitet. Da kann man auswählen, der schnellste Weg. Oder der günstigste Weg, das ist auch noch neu. Und am schnellsten Weg sucht das Set von A nach B, den schnellsten Weg mit Velo, ÖV oder Mobility-Auto. Und da zeigt das dann auf der Karte an. Zum günstigsten Weg sucht es halt einfach den günstigsten Weg. Oft ist das dann auch gut ÖV, wenn man einen hier findet. Und es war eigentlich sensationell, weil wir haben eigentlich diese Sachen nur aus den Büchern gekannt. Und jetzt konnten wir unsere Fantasien oder unsere Interessen freien Lauf lassen und das auf Papier bringen, oder? Also man kann nicht mit dem rechnen, dass so etwas überhaupt passiert, oder? Es war so eine offene Runde und so produktiv auch. Meinst du, es bringt auch dir später für den Beruf was? Definitiv, ja. Weil ich meine, es ist ein A und O, dass ich mit anderen Komponenten kann, diskutieren oder kann Gespräche führen oder auch ein bisschen hinter Kulissen kann von anderen Studiengängen schauen kann. Ich meine, es ist für mich eigentlich die grösste Chance, zu lernen, wie ich mit anderen Berufsfeldern kann umgehen kann. Weil es wird immer Fälle geben, wo ich vor allem mit irgendwie Bauingenieur oder Gebäudetechniker zu tun haben. Mhm. Und es ist natürlich auch das Beste, wenn ich im Studium schon lernen darf, mit dem umzugehen und ein kleines Background-Wissen habe, okay, der macht jetzt das und das und der macht jetzt das und das. Ich glaube, da kann man auch profitieren. Ja, also ich könnte mir gut vorstellen, also ich arbeite in der Jugendarbeit und ich könnte mir gut vorstellen, dass man irgendwelche Veränderungsprozesse mit den Jugendlichen zusammen anhand von dem schon machen. Die sind zwar noch nicht in einem Beruf oder so, aber jeder hat halt sozusagen seinen eigenen Kampf und somit ist es auch eigentlich schon sozusagen interdisziplinär oder zumindest kommen sehr viele verschiedene Gedanken und Vorstellungen und Haltungen irgendwie zusammen. Ja, ich habe ein schweres Gefühl. Ja. Also ich habe das Gefühl, dass das, was ich auch einen Teil noch gesucht habe. Also ich merke, das ist etwas, was mir im Studium eben gefällt hat. Und ich merke, es ist etwas, was ich natürlicherweise gerne mache und wo ich auch das Gefühl habe, das ist sehr sinnig. Von dem her habe ich das Gefühl, es bringt mir sehr viel und wird mich vielleicht auch jetzt in, ein bisschen in die Richtung je nachdem bewegen. Für mich persönlich hat das eine ziemlich große Auswirkung. Also so, ich arbeite auch schon aktuell als Softwareentwickler bei der Softwareentwicklung von einem neuen Produkt. Und da haben wir eigentlich auch schon human-centered gearbeitet. Also das war, von dem her kannte ich das schon. Aber was mir noch sehr gut gefallen hat, ist zu sehen, dass sehr viele Menschen dann doch noch mehr Ideen entwickeln können. Das hat man ja exemplarisch sehr gut gesehen. Denn wenn man nur mit Technikern, wie gesagt, arbeitet, kommt man schnell zu einem Ziel und das wird dann das spezifische Ding einfach weiterentwickelt, was hier ganz anders war. Ja.